Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Weihnachtsvideo. Heute ist der 24.12., Heiligabend. Ich bin wieder hier in meiner Heimat unterwegs, in Rheinland-Pfalz, an der Grenze zum Saarland. Ja, und ich dachte, ich nutze mal die Regenpause nach dem beschissenen Wetter die letzten Tage und fahre mal hier zum Windpark Vorenlinden. Hier stehen nämlich Nordex N90 auf Gittermast. Sieht man auch nicht so häufig. Das ist eine echte Rarität hier. Erbaut 2007 mit 105 Meter Turm, 2,3 Megawatt. Das war damals schon echt ein Meilenstein. 2,3 Megawatt, schon krass. Ja, aber geil, dass hier mal Anlagen auf Gittermast stehen. Die sieht man echt nicht so häufig. Fügt sich aber echt ganz gut ins Landschaftsbild ein. Ja, hier sieht man dann auch noch die benachbarten Windparks. Das ist einmal der Windpark Berschweiler mit dieser Nordex N100 Gamma. Und hier stehen noch zwei Nordex S77. Und im Hintergrund ist dann der Windpark Freisen, schon im Saarland. Den habe ich auch schon mal gefilmt in meinen Videos mit den Enercon E101. Hier dran ist noch eine V112. Diesen V90 hier. Und weiter hinten stehen noch Enercon E82, die sieht man jetzt nicht. Ah, und hier sieht man noch die auch nochmal N90 auf Gittermast im Windpark Eckersweiler. Genau, ja, hier stehen einige Anlagen. Ja, der Windpark Vorenlinden besteht aus diesen drei N90 und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der liegt hier hinten. Da stehen vier Senvion 3.2M114. Das sind so die größten Anlagen hier in der Region. 3,2 Megawatt, 140 Meter Nabenhöhe. Ja, im Hintergrund sieht man meine Heimatstadt, Baumholder, sagt wahrscheinlich keiner sau was. Muss es auch nicht, aber landschaftlich ist es sehr schön hier. Im Hunsrück. Ja, dann werde ich mal zu den Nordex-Anlagen hinlaufen und werde mir die mal aus der Nähe anschauen. So, ich stehe jetzt hier bei der zweiten Anlage. Da ist sie. Die gibt richtig Gas heute. Perfekte Windbedingungen. Ich bin hier ein bisschen geschützt im Wald. Das ist ganz gut für den Ton. Ja, ich bin auch echt froh, dass jetzt ein bisschen sich das Wetter gebessert hat. Nach dem ganzen Scheißwetter die letzten Tage. Sogar ein bisschen blauer Himmel. Sehr gut. Das ist echt ein geiles Bild, wie der Rotor hier vorbei rauscht. Ich liebe dieses Geräusch. Ja, hier kommt auch ein bisschen Nostalgie-Feeling auf. Mit dem alten Nordex-Design, mit dem Maschinenhaus und der Kugelnarbe. Die neueren Nordex-Anlagen sehen ja komplett anders aus. Ich finde den Turm auch ziemlich geil. Sieht man ja nicht so oft. Sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Eiffelturm. Wirkt jetzt auch gar nicht so hoch. Also 105 Meter. Ich finde, da wirken die Anlagen mit den Stahltürmen wesentlich höher. Ja, hier hinten dran sieht man nochmal die Anlage, die etwas niedriger liegt. Die hat jetzt auch schon die Befeuerung an, habe ich gesehen.
Da sieht man das rote Leuchten ein bisschen. Ja, und hier weiter hinten ist dann die dritte Anlage. Da ist sie. Und ja, im Hintergrund sieht man dann schon die Enercon E101 im Windpark Freisen, so ein bisschen im Nebel. Echt geile Anlage, ja. Ich kenne die Anlagen jetzt schon echt lange, aber war noch nie so richtig hier im Windpark unterwegs. Und ich dachte, ja, jetzt muss ich mal die Regenpause nutzen und muss ich das mal zeigen. Weil den Turm sieht man echt nicht so oft. Also Nordex N90 stehen hier in der Gegend einige rum, aber dieser Stahlturm hier ist schon echt einzigartig. Geile Anlage, die N90. Würde ich echt auch gern mal neuere Anlagen auf dem Turm sehen. So eine Delta 4000 auf so einem Gittermastturm wäre schon auch echt geil. Ja, aber ich habe jetzt öfters schon mal gelesen, dass der Turm teurer ist als die Betontürme. Vom Aufbau her, aber auch vom Material her ist der Turm hier wesentlich teurer. Schade eigentlich. Ich finde, der fügt sich echt ganz gut hier in die Landschaft ein. So, jetzt stehe ich noch mal komplett unter der Anlage. Das ist ein geiles Bild, ey. Krass. Ja, hier sieht man noch mal schön die Ausmaße von dem Turm. Der ist echt riesig. Ich finde es auch so krass, also die Betontürme, wenn man sieht, was da fürs Fundament und auch für die Herstellung von den Betonsegmenten, was da an Material drauf geht. Ich war am Anfang immer ein bisschen skeptisch, ob dieser Turm hier hält, aber der scheint einiges auszuhalten. Hier sieht man nochmal schön den Fahrstuhl. Ich habe mich gefragt, ob die hier von außen hochklettern, aber es gibt einen Fahrstuhl, mit dem man hochfahren kann. Das wäre auch sonst ein bisschen krass. Geil. Ich würde ja gerne mal so eine neuere Nordic, so eine Delta 4000 oder so auf einem Gittermast sehen. Das wäre bestimmt auch ziemlich geil. Aber ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass halt vom Aufbau her und auch von der Herstellung ist dieser Turm hier wesentlich teurer. Deshalb sieht man die jetzt nicht so häufig. Aber ja, ist halt schon außergewöhnlich. Ist halt was ganz anderes. Sieht man nicht so oft. So, ich bin jetzt hier bei der höchstgelegenen Anlage. Da ist sie. Im Hintergrund sieht man jetzt schön die beiden Enercon E101 im Windpark Freisen. Die kommen jetzt so langsam aus dem Nebel hervor. Der Nebel lichtet sich etwas, die Sonne kommt ein bisschen raus. Ja, der Windpark Freisen ist hier direkt angrenzend. Hier verläuft direkt die Grenze zum Saarland. Und hinten dran direkt dann die Autobahn Richtung Trier. Ja, die laufen sehr gemächlich, obwohl sie jetzt ein gutes Stück höher liegen. Und auch ja, 30 Meter höher sind von der Nabenhöhe her. Ist auch ein geiles Bild hier im Nebel. Hier sieht man nochmal schön die Tagesbefeuerung. Mag ich ja echt gern persönlich. Dieses Design, einfache rote Flügelmarkierung und Tagesbefeuerung, gefällt mir sehr gut. Hier nochmal die andere. Steht nochmal schön drauf, E101.
Ja, hinten dran ist irgendwo noch eine Vestas V112 versteckt. Erkennt man jetzt hier nicht so gut. Und hier ist die Nordex N100. Da werde ich auch gleich noch hinlaufen. Ja, und die Nordex hier, die gibt echt richtig Gas. Richtig geil, wie die Anlagen laufen heute. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der Nordex N100 Gamma mit 100 Meter Nabenhöhe. Die gibt auch echt richtig Gas heute und die ist auch brutal laut. Also jetzt nicht nur das Geräusch vom Rotor, sondern auch irgendein mechanisches Geräusch. Jetzt sieht man es nochmal, Nordex. Ich finde die ziemlich geil auf 100 Meter Turm, also der Rotor wirkt echt beeindruckend. Hier im Turm sind auch noch solche Podeste, das erinnert so ein bisschen an die Offshore-Windkraftanlagen. Ja, die Anlage hier steht im Windpark, gehört zum Windpark Berschweiler. So wie diese Nordex hier, S77. Eine mit 85 Meter Nabenhöhe, das ist die hier. Und eine mit ebenfalls 100 Meter Nabenhöhe, die hier. Ja, und im Hintergrund sieht man nochmal die anderen Anlagen vom Windpark Freisen. Da stehen Vestas V90, 125 bzw. 105 Meter Nabenhöhe. Hier hinten noch einige Enercon E82 und im Windpark Eckersweiler, hier hinten stehen auch noch mal zwei Nordex auf Gittermast. Und da hinten steht noch eine Vestas V126 mit 149 Meter Nabenhöhe. Ja, jetzt fängt es leider schon wieder an zu schiffen. Das ist echt kacke. Feiertage sollen ja echt übel verregnet werden. Aber ich wollte jetzt die Regenpause einfach noch mal nutzen, um mal ein bisschen in die frische Luft zu kommen. Ja, die ist echt brutal laut, die Nordex, ey. Habe ich ja noch nie gesehen auf so einem hohen, auf so einem niedrigen Turm. Immer nur auf 140 Meter Nabenhöhe oder so. Naja, ich werde mal noch ein Stück weiterlaufen, Richtung Windpark Freisen und von da nochmal filmen. So, ich stehe jetzt nochmal etwas weiter höher, hier bei den Nordex S77. Hier links die S77 auf 85 Meter Nabenhöhe und hier dann die S77 auf 100 Meter Nabenhöhe. Die gehören auch zum Windpark Berschweiler. Ja, als die beiden damals errichtet wurden, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, 2005, 2006, da waren das richtige Riesen. Da standen nämlich hier im benachbarten Windpark Freisen noch die ganzen alten Anlagen vor dem Repowering. Die kleinen Vestas, D-Wind und Nordtank. Ja, da drüben bei den E82, da standen Vestas V39, 44, 5 Stück. Hier bei den Vestas D-Wind D4 und ja, hier drüben sind die beiden Enercon E101. Da stand Nordtank mit 500 kW und eine NEC Micon 1500 kW. Ich liebe einfach diese Tagesbefeuerung, ich finde das so geil. Der Nebel sieht richtig geil aus. Ja, hier drüben dann nochmal die Nordex mit Gittermast und die N100. Ich finde das Design von der Gamma-Serie auch echt eigentlich ganz cool. Rotes Maschinenhaus wäre jetzt noch cooler, aber
100 Meter Armhöhe finde ich eigentlich schon ganz geil. Ja, hier im Hintergrund sieht man dann nochmal die anderen Anlagen, die zum Windpark Forenlinden gehören. Die FIA Senvion 3.2M 114. Die werde ich dann wahrscheinlich im zweiten Teil dieses Videos filmen. Das sind so die größten Anlagen hier in der Region. Ja, ich bin mal gespannt, wann es hier mal ein Repowering gibt. Die Anlagen sind jetzt noch nicht so alt, aber ja, Nordex 149, 155, 163 von der Delta 4000, das wäre schon echt geil. Wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin noch mal was viel Größeres. Bleibt spannend auf jeden Fall. Und es ist ja auch geil, wenn einfach mehrere Generationen von Anlagen hier noch stehen. In Freisen hat ja, sind jetzt auch schon wieder 8 Jahre, dass das Repowering stattgefunden hat, aber ich finde es immer cool, wenn es mehrere Generationen von Anlagen gibt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Weitere Videos zum Windpark Freisen gibt es auch auf meinem Kanal. Den habe ich im Sommer mal gefilmt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Gerne auch meinen Kanal abonnieren. Da gibt es noch ganz viele weitere Videos zu Windrädern. Ja, dann wünsche ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall schöne Weihnachten. Macht trotz der Corona-Situation einfach das Beste draus. Ja, auch wenn es sehr anders ist wie sonst. Aber es geht auch hoffentlich bald wieder vorbei. Ja, macht euch ein paar schöne Tage, lasst euch gut gehen und ja, bleibt vor allem gesund. Das ist das Allerwichtigste. Ja, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video, dann wahrscheinlich von den Senvion 3.2M. Ja, lasst euch gut gehen, schöne Feiertage und bis zum nächsten Video.